Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schick doch die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus antwortete, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihnen etwas zu essen. Sie sagten zu ihm, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische bei uns. Darauf antwortete er, bringt sie her. Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten. Und alle aßen und alle wurden satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen und Kinder. Berichtet uns die Bibel in Matthäus Kapitel 14, Vers 21. Liebe Teilnehmer, liebe Teilnehmerinnen dieses Open Source Professional User Tracks, Sie wissen, worauf ich anspiele. Sie haben sich nicht verirrt in eine theologische Vorlesung, sondern es gibt in unserer Kultur, in unserer Geschichte, aber auch in unserem ganz alltäglichen Erleben immer wieder die Erfahrung, dass nicht nur das Horten, nicht nur das Privatisieren, sondern auch das Teilen uns reich machen kann. Reicher, als wenn wir alles für uns behalten. Wer Wissen teilt, der vermehrt eben den Gemeinnutzen. Wer Open Source nutzt und daran mitarbeitet, der profitiert eben von etwas, was gerade beim Wissen anders ist als bei den beschränkten physikalischen Gütern, wo es tatsächlich ein Wunder braucht, damit sie mehr werden, wenn man sie aufteilt wie das Brot. Wissen gehorcht einer anderen Ökonomie. Und gerade wenn wir auch mit dem Fokus jetzt von professionellen Anwendern aus dem staatlichen Bereich dieses Thema angehen, dann müssen wir sagen, wo, wenn nicht im staatlichen Bereich, ist es unsere höchste Aufgabe, eben zu schauen, dass Wissen diese positiven Externalitäten auch entwickeln kann zum Nutzen aller. Heute diskutieren wir viel im Bereich der Kultur über Copyright, ob das noch zeitgemäß sei oder nicht. Und ich sage dann immer, könnten wir diese Diskussion nicht vielleicht in einem anderen Bereich beginnen? Nämlich in einem Bereich, wo wir schon wissen, dass es anders funktioniert und am Schluss auch Geld generiert für jene, die Zeit investieren in Open-Source-Lösungen. In diesem Bereich wissen wir, es funktioniert, wenn wir alle gemeinsam an diesen Projekten arbeiten, kriegen wir alle zusammen mehr, als wenn wir für uns alleine gearbeitet hätten. Dass das nichts mit einem Hobbyengagement zu tun hat, ist mir sehr wichtig. Also wenn wir heute hier einen Professional User Track haben, dann heißt das eben auch, wir zählen darauf, dass auch professionell produziert wird. Und auf der anderen Seite, wir nutzen dieses Produkt, diese Produkte, auch diese Formate. Wir nutzen sie nicht einfach, um ein politisches Statement zu machen am Morgen und am Ende des Tages haben wir für die tatsächliche Arbeit eben doch dann auf Microsoft oder anderes zurückgegriffen. Sondern wir haben den Anspruch, dass es professionell funktioniert
Und wir haben an uns selbst den Anspruch, dass wir professionell mit diesen Open-Source-Produkten arbeiten. An dem muss sich jedes ernstzunehmende Open-Source-Projekt auch messen wollen. Solange das alles einfach ein Spiel ist, etwas Hackerethik für den Abend, dann ist das zwar gut, kann auch Grundlagen liefern, aber wenn wir wirklich daran glauben, dass in einer Wissensgesellschaft das Wissen dann mehr wird, wenn wir es teilen, dann müssen wir auch für die professionellen Aufgaben auf Open Source setzen. In der Schweiz, Sie wissen es, ist leider kein Geheimnis, oder vielleicht ist es auch gut, weil es auch Druck gibt, dass es sich ändert. In der Schweiz sind wir heute sehr, 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 sehr stark am Anfang. Es gibt ganz wenige Behörden, die Open-Source-Office-Lösungen einsetzen. In anderen Ländern, England, Frankreich, da haben wir auch aus anderen Überlegungen schon viele Schritte gemacht, die bei uns noch vor uns liegen. Nur schon die Frage der Archivierbarkeit ist ja ein Thema, das ganz zentral ist und ein Format, dessen effektive Beschreibung immer noch eigentlich etwas eine Geheimwissenschaft ist, um es mal so zu sagen. Ein solches Format ist sicher nicht geeignet, um unsere Dokumente, damit unser Wissen in die Zukunft zu archivieren. Aber auch sonst, denke ich, ist die Frage wirklich zu stellen, ist es richtig, wenn Behörden, wenn eine Administration, wenn letztlich ein ganzer Staat sich in die Abhängigkeit eines einzigen Großkonzerns begibt, aus meiner Sicht nicht. Umso mehr, als wir ja wissen, diese großen IT-Projekte, die von den großen IT-Firmen aufgezogen werden, sind nicht immer von A bis Z Erfolgsstories. Ganz klar, man spricht auch hier eher von den Misserfolgen als von den Erfolgen. Und dennoch, wenn ich anschaue, wie viele IT-Projekte wir in den letzten 12 Monaten als Parlamentarier kommentieren durften, weil sie gescheitert waren, an die Wand gefahren, doppelt so teuer und dreimal so lange gedauert. Oder dann irgendwann noch ganz zum Schluss die Reißleine gezogen. Da freut es mich doch, dass es eben gerade auch eine Abteilung unserer Verwaltung ist, eine unabhängige Abteilung unserer Verwaltung ist, die andere Schlagzeilen macht. Es gibt auch IT-Abteilungen beim Bund, die gut arbeiten, hat Computer World mit Blick auf das Bundesgericht getitelt letzthin. Und mich freut das natürlich, dass gerade im Zusammenhang mit jener Abteilung, die eben im Open-Source-Bereich durchaus auch Risiken eingegangen ist, die aber eben es auch geschafft hat, wirklich funktionierende Lösungen hinzukriegen, dass wir hier positive Schlagzeilen haben. In dem Sinne wünsche ich einfach auch gutes Gelingen weiterhin und auch Sorgfalt. Man kann sich auf solchen Leistungen nie ausruhen, das wissen wir, wenn wir Software entwickeln. Der Fortschritt geht weiter und wir, wenn wir richtig unterwegs sind mit ihm. Ich denke, es ist hoffentlich für Sie eine Gelegenheit, hier nicht nur zu hören, was angewendet wird, sondern eben auch Bekanntschaften zu schließen. Die 8 Top-Core-Developer von LibreOffice sind ja auch hier an der Konferenz. Also nehmen Sie diese Gelegenheit wahr. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich, dass Sie den Weg weitergehen, damit Open Source eben nicht einfach eine gute Idee ist, sondern zu einer guten Lösung wird, die auch, und ich hoffe, das strahlt dann die Uni Bern nicht nur nach Bern, sondern in die ganze Schweiz aus, auch bei den Behörden in der Schweiz. In dem Sinne, danke für Ihr Engagement, danke, dass Sie hier sind, und ich bin gespannt, auf was noch kommt.